Die neuen Peso Rose 5 sind da endlich mit Shorts, eher unnötigen Accessoires, neuen T-Shirts mit neuem Fit. Ob dieser besser als der alte ist, das schauen wir uns gemeinsam heute an. Viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns erstmal die T-Shirts an. Ich finde die Farben eigentlich ganz cool, ich weiß nur noch nicht, was ich von dem kleinen Peso-Branding halten soll. Ich meine, die Rose sollen echt clean sein und jetzt wurde teilweise ein Neon-Peso-Logo draufgeklatscht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wie findet ihr das Ganze? Zum Fit der Shirts hat ja Justin gesagt, dass alles beibehalten wurde, nur die neuen Raws etwas slimmer gemacht wurden. Was haben wir noch? Wir haben Basketball-Shorts. Da finde ich es cool, dass das P da so eingearbeitet wurde. Für diejenigen, die Basketball-Shorts mögen, für die könnte das echt was sein. Dann haben wir noch Badeshorts. Mich haben die jetzt nicht so überzeugt. Dieser knittrige Stoff hat man schon öfters gesehen. Ich glaube, hier ist er nur etwas hochwertiger. Wie gesagt, meins war es jetzt nicht. Die Shorts natürlich, da bin ich mal gespannt, wie dick die sind. Ich hoffe, die sind nicht zu dick, weil im Sommer ist es echt nicht so geil. Aber die Shorts haben einen Reißverschluss und ich glaube, jeder kennt es. Shorts ohne Reißverschluss, man setzt sich hin, das Handy fällt raus, es nervt einfach. Deswegen sehr cool, dass es hier gemacht wurde. Dann haben wir noch den Cardholder und den Kulturbeutel. Beides finde ich echt cool, aber beim Cardholder sind, glaube ich, 3 Fächer echt zu wenig. Und zu guter Letzt haben wir noch Stifte, einen Block und die Eiswürfel. Ich finde es eigentlich cool, dass Eiswürfel rausgebracht wurden. Ich finde es cool, dass Peso auch mal in so eine andere Richtung geht und nicht nur Kleidung rausbringt, sage ich mal. Aber wer sich das kauft, weiß ich auch nicht. Hier haben wir das Ganze. Schauen wir mal rein. Dankeskarte, Shorts, T-Shirt. Nochmal Dankeskarte. Wie ihr schon sehen konntet, T-Shirt, Shorts. Beides habe ich in der Size S. Ich war mir unsicher, ob S oder M. Mal gucken, hoffentlich passt's. Hier haben wir das T-Shirt. Also der Stoff, der fühlt sich geisteskrank an. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Peso-T-Shirt hatte oder hat, der Stoff, er ist geisteskrank, wirklich. Ich finde es auch sehr cool, dass der Print hier nicht komplett deckend gemacht wurde, sondern so ein bisschen durchschimmert. Und auf dem grauen T-Shirt mit dem hellgrauen passt es eigentlich richtig gut, weil es fällt auch gar nicht so doll auf wie bei den anderen, sag ich mal. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Ärmel länger und schmaler aussehen. Tun sie jetzt erstmal eigentlich gar nicht. Ich bin gespannt, wenn ich das anziehe. Das sind die Shorts. Boah, und ich muss echt sagen, die sind schon sehr dick. Vor allem hier von innen sind sie auch aufgeraut. Boah, ich weiß nicht, bei 30 Grad, ob die kommen. Was ich echt nice finde, das ist das P-Logo hier. Das kommt echt wild. Wir haben hier die beiden Reißverschlusstaschen. Beides geht eigentlich sehr flüssig auf. Auf der Rückseite haben wir noch eine Tasche für Portemonnaie oder so, die aber ohne Reißverschluss. So, ich habe das Ganze mal angezogen. Ihr seht hier nebenbei immer mal ein paar Fitpics eingeblendet. Und ich muss ehrlich sagen, das T-Shirt, ich bin echt überrascht, das kommt echt geisteskrank. Also ich feiere den Fit auf jeden Fall sehr. Die Farbe von dem Shirt, dieses verwaschene Grau, sieht echt Hammer aus. Und ich muss euch ehrlich sagen, die Raw-Aufschrift hier, auf diesem Shirt jedenfalls, feiere ich sie übertrieben. Die kommt halt echt nice, weil sie nicht so deckend ist und das ist kein riesiger Kontrast. Das ist einfach so ein Hellgrau auf ein Dunkelgrau und ich feiere das extrem. Hier wie immer haben wir noch das Peso Hangtag. Ich glaube, zur Qualität muss man bei Peso nichts mehr sagen. Das Ganze ist auf einem echt hohen Level und das ist auch bei dem Shirt der Fall. Alles ist sehr gut verarbeitet. Vor allem der Stoff fühlt sich sehr gut an, sehr angenehm auf der Haut. Ich weiß nur noch nicht, ob das T-Shirt für den Sommer etwas zu dick ist. Ich meine, bei 30 Grad, ich glaube, da werde ich schon etwas schwitzen. Ihr werdet hier auch im Vergleich zu dem T-Shirt hier sehen, mit dem Regular Fit, sage ich mal. Und ich muss ehrlich sagen, mir haben Peso-T-Shirts vorher irgendwie nie so gepasst, weil die schon sehr boxy geschnitten waren und hinten auch sehr abgestanden haben. Und das ist bei den neuen Raws jetzt überhaupt nicht der Fall. Mir gefällt der Fit auf jeden Fall viel, viel besser. Was sagt ihr, welcher Fit gefällt euch besser? Eher der alte oder ist der neue Raws Fit? Abschließend kann ich sagen, dass meiner Meinung nach die Raws 5 sehr gut gelungen sind. Es gibt kein Piece, wo ich sage, okay, das ist jetzt übel schlecht. Das beste Piece der Kollektion, ich sag schon Kollektion. Das beste Piece der Raws ist meiner Meinung nach dieses T-Shirt hier. Ich finde diese Stonewash-Optik sehr, sehr gut und der Print ist hier auch echt gelungen. Das schlechteste Piece sind meiner Meinung nach die Badeshorts, einfach aus dem Grund, da die Stoffoptik mir da nicht so gefällt. Wie das Ganze präsentiert wurde, hat mir optisch auch sehr gut gefallen, diese Flughafen-Kontrolloptik. Eigentlich finde ich die Shorts auch sehr cool. Ich meine, die Länge passt, die Farbe ist gut, sie haben Reißverschlüsse, aber sie sind einfach meiner Meinung nach viel zu breit. Und die Accessoires, ich bin immer ein Fan von sowas, aber persönlich würde ich mir, glaube ich, nichts davon kaufen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Raws findet, was ihr euch gekauft habt und ob die Shorts bei euch auch so komisch fitten.
Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne ein Like und ein Abo. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich das Paket von A3B hier öffne, dann aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das war's, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier könnt ihr euch noch meine letzten beiden Videos reinziehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.